Wie gesagt, ich hoffe immer noch auf unter 10 Minuten. Es ist ein wunderschöner Anblick hier auf dem Bellevue-Platz in Zürich. Der Holzstoss brennt. Jetzt brennt er auch richtig. Jetzt brennt er heftiger. Und es leuchtet heftig. Darum sehen wir nicht ganz genau, ob es schon auf der anderen Seite vielleicht auch eine Flamme gibt, die der Böck hinten erreicht. Dann anzeigen, wenn es Feuer eben endlich den Böck erreicht. Hönk probiert es jetzt und umrundet den Böck und hofft, dass auch ihr rassiger Ritt den Böck ein bisschen Feuer unter dem Hintern machen kann, wenn sie mir das die deutliche Sprache erlauben will. Nach 15 Minuten 38 haben wir noch keinen Pfupf gehört. Und das ist doch sehr außergewöhnlich. Jetzt haben wir von den St. Gallen die Drohung gehört dieses Jahr, die wollen Zürich einnehmen. Ihr habt ja Erfahrung damit, wenn die Zürcher das Tessin einnehmen zu Ostern. Wie geht ihr damit um? Nein, also ich denke, wir möchten gerne das Zürich einnehmen, aber lassen wir die Sachen so, wie es sind, oder? Und ich hoffe, dass es jetzt schnell brennt, damit wir alle, nicht nur Zürich, Tessin und St. Gallen, ein schönes Sommer haben. Ist dir das wichtig, Christian, ein schöner Sommer? Ja, also die Sonne gibt mir Energie, alle sind wir gut gelaunt, wir sind alle einfach glücklich, oder, wenn die Sonne scheint. War das auch heute so beim Umzug? Ja, also heute war es wirklich eine riesen Erfahrung für mich. Es gab so viele Leute, es war das erste Mal für mich, dass ich dabei war. Und es ist unglaublich schön, wirklich bis jetzt alles perfekt. Was denkst du, wie lange brennt dieser Böck da oben? Also jetzt sind ungefähr 16 Minuten, oder? 23. 23. Ich verstehe die Schätzung, aber es ist leider eine schlechte Zeit. Hoffen wir, dass es nicht so lange geht. Herzlichen Dank für den Besuch hier und alles Gute, Christa Rigozzi. Ja.